So Leute, ich habe jetzt mal schnell den Reaktor voll gemacht. Und jetzt. So, das musste jetzt schnell gehen, war nur für 11 Sekunden Material drin. Oh. Scheiße. Habe ich jetzt gar nicht. Warte mal. Teleporter offline, Raumstation, Terminus. Was? Kann ich da hinreisen? Kann ich. Oh, haben wir aber Glück gehabt, dass das immer noch geht. Gut, ja. Nochmal herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Ja, ich glaube, das dauert jetzt erst wieder ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ich bin gespannt, was wir gleich entdecken bei den... Oh, das ging aber schnell. An den Koordinaten. Alter, was ist das denn? Sieht schon so ein bisschen, naja, anders aus. Gut, einmal zum Raumschiff. Obwohl. So, mit dem haben wir, glaube ich, schon geredet, ne? Ja. Haben wir schon. Da können wir wieder gehen. Entschuldigung für die Störung. Was ist das denn? Der ist aber klein. Was zur Hölle ist das? Das sieht aus wie... Das sieht ein bisschen aus wie ein Vogel, oder? Was? Der Gig. Gag, Geek? Keine Ahnung. Der Gag. Ein Gag ist das also. Okay. Der Gag starrt in mein Helmvisier und passt seinen Schnabelklicken meinen Atemzügen an. Ich nehme an, dass ich mich dadurch willkommen fühlen soll. Okay. Will ich doch von ihm auch mal ein bisschen was lernen. Kaufmann Emorg deutet einige Aktionen an. Jeder scheint für ein Konzept zu stehen, das ich erlernen könnte. Geek-Symbol, Freundschaftssymbol. Zeig mir doch mal das Symbol deiner Rasse. Alles klar. Dankeschön. Ja, ja, ja. Sprachfertigkeiten üben. Fähigkeiten, Entschuldigung. Ich räuspere mich und wärme meine Stimmbänder auf. Mir fallen mehrere Gag-Wörter ein. Synthetik-Gag. Plötzlich drehen meine Augen wegen eines üblen Geruchs, dem Gestank der Leere selbst. Kaufmann Emorg scheint das Wort gar nicht zu gefallen, was? Entschuldigung. Gut. So. Einmal zum Schiff. Archiv Wiederherstellung im Gange. 6 Minuten noch. Okay. Gut, würde ich sagen, wir fliegen erstmal auf den Planeten in dieses leere... Was war denn das? Ein leeres Gebäude und irgendwas. Da oben. Bitte, das sieht doch einfach nur hammermäßig aus hier mit dem Planeten und mit den Ringen. Ach ja. So, verlassenes Gebäude. Kriegen wir. Da ist es. So, nochmal. 12 Sekunden kriegen wir auch noch rum. Immer noch 12 Sekunden, alles klar. So, müssen hier... Und mal gucken, hier ist immer noch Nacht. Vielleicht finden wir hier irgendwas Hilfreiches. Das wäre natürlich sehr geil. Das wäre mega, um das einfach mal so zu sagen. So, Ziel erreicht. Was ist das denn? Kann ich nicht? Kann ich nicht. Wollen wir einfach mal reingehen hier? Ist, glaube ich, ein bisschen toxisch draußen. Oder warm. Noch so eine Konsole. Mal gucken, dafür braucht man einen Atlas. Ist das hier die Bude, wo wir schon waren? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir hier schon waren. Okay, ich weiß es echt nicht. Oh ne, waren wir noch nicht. Alles klar, da ist noch ein Mikroprozessor. Okay.
Den können wir später auch mal wieder in unsere Truhe packen. Ja, guck mal, da war mal. Ach, verdammt. Gott. Restsubstanz kann weg. Aufmachen. Nanit erhalten. Ja. Gott. Mikroprozessor. Guck mal, da unten. Fast schon wieder übersehen. Gucken. Projektilmunition. Hm. Weiß ich nicht. Brauchen wir wahrscheinlich später, wenn wir Waffen haben, ne? Kann man da noch irgendwas machen? Nein. Okay. Ist nur Deko. So. Vergessenes Terminal. Einmal sauber machen. So. Hier einmal sauber machen. Wollen wir mal gucken. Wiederkehrender Benutzer identifiziert. Terminal jetzt bereit. Fortsetzung des Datenprotokolls zur Analyse freigegeben. Okay. Ich erblicke die grellrote Kugel zwischen den Wolken. Ein riesiges, unheilvolles Auge. Starr und abscheulich. Die Angst ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich hatte Angst, dass es mich sehen würde. Aber dann bewegten sich die Wolken und es war verschwunden. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es überhaupt real gewesen war. Vielleicht verstopfen die Pilzreste der letzten Welt, die ich besuchte, immer noch die Lüftung meines Exo-Anzugs und beeinflussen meine Wahrnehmung. Ich habe meine Filter jetzt schon 6-mal gereinigt, aber ich kann sie immer noch spüren. Okay. Ich entdecke etwas Verschlüsseltes im Datenprotokoll des roten Reisenden, des toten Reisenden. Es wurde etwas hinterlassen, das mir auf meiner Reise helfen wird. Was haben wir denn da? Nanit. Ah. Kann ich nochmal? Kann ich nicht. Ja, würde ich sagen. Das Dingsbums da, das, Moment, war hier nicht eben noch ein Ausgang? Hä? Bin ich jetzt so... so doof? Was ist das denn? Exemplar erforschen. Oh! Ansehen verbessert bei den Korvaks. Okay. Alles klar. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Was ist das? Das ist auch so, ach so, Lagerkiste, ja gut. Archiv, jetzt habe ich es nicht gelesen. Ach, warte mal. Ne, da steht's auch nicht. Da kann man raus. Okay, jetzt würde ich doch mal kurz gucken. Meilensteine, ja. Was gibt's denn noch? Katalog. Das haben wir alles auch schon gefunden. Das haben wir alles entdeckt. Protokoll ist das. Anleitung und Option. Ja, gut. Power. Das ist. Achso, ich dachte, das wäre ein Fenster. Das war vielleicht mal ein Fenster. So. Startschubdüsen. Machen wir nicht voll, weil. Wie kann ich die Dinger nochmal bauen? Mit Sauerstoff, ne? Ne, mit Metallplatten. Kann ich eine Metallplatte bauen? Nein. Ich habe meinen Ferritstaub eingelagert, ne? Oh, ich schlauer Junge. Ich schlauer Junge. Da hinten war noch was. Das kann ich nicht abbauen. Das kann ich abbauen. So. Ich habe nichts gesagt. So, nochmal. Es zieht sich alles ein bisschen hier. Ich glaube, wir müssen bei Gelegenheit erstmal versuchen, unseren Laser zu verbessern. So. Oh. Ja gut, können wir auch direkt wieder einsteigen, ne? Nein, Moment. Noch nicht. So, das nehmen wir noch mit. Eins. Zwei. Ja gut, zwei reichen. Das reicht ja schon. So, Metallplatte. Und einmal das. Was brauche ich für das? Die Wasserstoff 6.
6 haben wir. Ist egal. So. Zum Ende der aktiven Mission Optionen drücken. Erwachen. Reise zu den Koordinaten des Fremden. Lokalisiere die Koordinaten, die du erhalten hast, indem du das Missionssymbol auf deinem HUD suchst. Der Kompass ganz oben. Cockpit deines Schiffs hilft dir da. Okay. Alles klar. Da hinten. Da haben wir. Ach, erstmal raus hier. Erstmal hier raus. So. Dann können wir weiter gucken. Ich habe das Gefühl, hier im Weltall ist es heller als auf dem Planeten. So, es ist heller. Wir sind, glaube ich, raus. Fast. Moment, war das hier schon noch auf dem Planeten oder war das? Ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Oh, das ist auf dem Planeten, ne? Oh. Na gut. Mal gucken, so. Einmal schön in den Landeanflug mit 200 Sachen. Nein, nicht 200 Sachen. Das werden wohl ein bisschen mehr sein. Vielleicht 210. So. Was ist das denn für... Oh, 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 oh. Ei. Falsch rum, falsch rum. Alter. Warte mal, hier war... Ist das ein Schiff? Das ist ein Schiff, ne? Oh, scheiße. Was ist das? Kritische Belastung in 7 Minuten. Hm. So, dann gucke ich erstmal hier rein. Und das, was nicht markiert ist. Weg damit. So. Phosphor. Weiß ich nicht, ob das wichtig ist oder ob wir das gebrauchen können, aber immerhin erstmal haben, ne? Nichts gefunden, ja super. Vielen Dank für gar nichts. Achso, das sind hier wahrscheinlich Waffenkoffer, ne? Munitionskisten, meine ich. Naja. Wäre so scheiße. Ach so, Fahne. Flagge. So. Alles kaputt. 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 Kann da irgendwas machen? Nee, ne? Doch. Wait. Technologie. Was ist denn damit? Muss ich das erst alles freischalten oder? Ach, es ist alles beschädigt, ne? Da kann ich gar. Da kann ich. Nichts mitmachen. Außerdem sieht das extrem hässlich aus. Das will ich gar nicht haben. Ekelhaftes Kackraumschiff. So, hast es. Reparieren. Natrium haben wir. Reparieren, das haben wir auch. Cool. So, unbekanntes Signal. Rauschen. Sehr viel Rauschen in diesem Spiel. Rauschen. Weiter. Es gibt keine Lebenszeichen. Man hört nur das Rauschen eines beschädigten Kommunikators. Aufzeichnung extrahieren. Welche Nachricht auch immer hier einst war, wurde unwiderruflich verschlüsselt. Das Einzige, was ich entziffern kann, ist der Name des Piloten. Artemis. Wer auch immer das war, ist längst fort. Die einzigen intakten Daten sind ein Satz Pläne, ein Upgrade für meinen Minenlaser. Oh! Kohlenstoff-Nanorohr, hermetisches Siegel, Kabelbaum.
Ja, produziere oder kaufe hermetische Siegel, kaufe Kabelbaum von Handelsterminals in Raumstationen. Jo. So. Wir bauen Kohlenstoff-Nanorohr, da brauchen wir natürlich Kohlenstoff für. Das macht schon irgendwie Sinn. Kriege ich irgendwo Kohlenstoff? Da, ne? Kohlenstoff. Guck mal, das geht sogar von hier. Super. Ich finde es einen ganz netten Effekt, dass hier hin und wieder einfach mal fremde Raumschiffe über unsere Köpfe hinwegfliegen. Dann fühlt man sich nicht ganz so allein in diesem Universum. Ach ja, komm. So. Kohlenstoff-Nanorohr. Fertig. So, hermetisches Siegel. Was brauchen wir dafür? Ach so. Alles klar. Was brauchen wir noch? Oh, jetzt muss ich nochmal ganz kurz. Was? Ach so. Ich habe gerade irgendwie vergessen, was ich machen wollte. Schiff nicht in Reichweite. Ich muss auch nicht zum Schiff, ich Idiot. So, Minenlaser. Aufladen, das. Nein. Bin ich gerade irgendwie doof? Wo habe ich das denn? Ach so, da. Oh, Kabelbaum kaufen. Ja. Kabelbaum. Gut. Dann geht's jetzt erst wieder zur Raumstation. Würde ich sagen. So. Strahlende Säule. Ich verstehe den Namen von diesem Raumschiff einfach nicht. Warum? Raumstation, ich komme. Tschü. Eingehende Nachricht. Ja. Artemis Entität, wir haben dein Signal empfangen. Ist es Ersteres? Ist es Letzteres? Zeit für die Wahrheit. Du verfügst über das Signal, aber du bist nicht die Artemis Entität. Die Wahrheit sagen. Dein Signal ist nada bekannt. Wir haben schon einmal Kontakt aufgenommen, glaube ich. Das wäre ein guter Zeitpunkt, um an Bord zu kommen, oder? Damit wir dich standesgemäß willkommen heißen können. Was? Was zur Hölle? Nein. Später. Ich will erst den Minenlaser updaten. Später. Wir sind ja ganz schnell wieder da. Eben zwei Kabelbäume. Kann man hier eigentlich klauen? Vielleicht, ne? Mal gucken. Vielleicht kann man das ja irgendwie skillen. Man kann ja anscheinend sehr viele Sachen skillen. Naja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Doch, auf jeden Fall. Oh, ich glaube, das hier wird jetzt erstmal die letzte Folge für heute. Ich fühle mich ein bisschen gerädert. So, da hoch. Oh, ich glaube, das wird nichts. Oh doch, cool. Sehr gut. Da haben wir... Weg da. Eins. Eins. Kaufen. Nein. Nein. Kabelbaum. Zwei Stück. Was? Zur Hölle. Könnt ihr mich verarschen? Hätte ich die Dinge auch selber bauen können. Ey. Ihr habt sie ja noch nicht mehr alle. Ach, verdammt. Tja, tut mir leid. Muss weg. Wie viel braucht ich? Ja, hab ich schon wieder nicht drauf geachtet.
Das ist unglaublich. Was? Straßenköter Bronze. Okay. Kabelbaum. 4 und 9. Alter. Ist doch jetzt nicht euer Ernst. Warte mal, wenn ich. Das. So, Schnellübertragung, Exo-Anzug. Ach, was mache ich denn hier? So, warum kann ich denn die Mikrodinger nicht verkaufen? Hä, bin ich gerade irgendwie ein bisschen doof? Warum konnte ich das denn gerade nicht verkaufen? Ist ja irgendwas? Warte mal, Silikatpulver kann weg. Sauerstoff brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Ah, scheiße, ich brauche alles. Die können weg. So. Scheiße, reines Ferrit. Weg damit. Komm. 90.000. Tja, scheiße. 4.000 brauchen wir noch. Ja, komm, nützt ja nichts. So. Weg damit. Ah, nee, ey. Kaufen. Kabelbaum. Zwei. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verlesen. Mal wieder. Multiwerkzeug. Ich brauche ein größeres Raumschiff. Oder? Kann ich das vielleicht da drauf setzen? Nein. Okay. Was macht das jetzt? An minimale Fluktuation in der Wellenform des Strahls an. Die Streuung und steigt das Abbaupotenzial des Geräts. Okay. Ja, cool. Gut. Huch. Alter. Ja, komm. Ein Wort lernen wir noch. Können wir bald ganze Unterhaltungen führen. Der Krieger starrt mich an, als ob ich gleich seine Vorfahren überbeleidigen würde. Was? Plötzlich ändert sich sein Gesichtsausdruck. Er gibt ein langes, amüsiertes Jaulen von sich, bevor er andeutet, dass er für weitere Konversation offen ist. Okay. Bald eine Faust und öffnet diese wieder, während ich gründlich gemustert werde. Schließlich schmeißt mir die Lebensform ein Datentablett vor die Füße, auf der eine Liste mit Sprachsymbolen zu erkennen ist. Handelssymbol. Oh, nee, ey. Genial. Ich mag das Spiel. Ich mag es. So. Händler. 103.000 Units verdient. Und 8 Worte gelernt. Ich frag... Gott, ich frag mich, wie lange das dauert, bis man... komplett... Hä? Achso, bis man komplette Sätze und Konversationen führen kann, verstehen kann, wie auch immer. So, einmal zur Anomaliestation. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, da unten geht's rein. So. Irgendwie gruselig. Piu, 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 piu. Huh. Alter, was? Okay. Okay. Wiederherstellungspunkt gespeichert. Alles klar. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Der Nexus. Huch. Das Terminal lehnt meine Eingabe ab.
was für einen Zweck es auch erfüllt, ich scheine noch keine Erlaubnis zu haben, es zu benutzen. Ich sollte die Bewohner dieser Station aufsuchen und mit ihnen sprechen, ehe ich zurückkehre. Gut. Wir gehen einfach mal da hinten hin. Diese Station scheint etwas größer zu sein. Was bist du denn für ein hässlicher Vogel? Was? Quecksilber-Synthesebegleiter. Lass exotische Gegenstände aus Quecksilber herstellen. Ich habe kein Quecksilber. Was? Aha. Okay. Gefällt mir. Ich weiß echt nicht, ob wir uns irgendwann irgendwo einfach mal heimisch fühlen werden. Aber... naja. Ich bin... weiß. Der Reisende hofft, Fortschritte zu machen. Der Reisende testet sich selbst. Ich werde helfen. Ein Tausch. Fortschritt für Fortschritt. Oder vielleicht Reichtum, Erfahrung oder Materialien? Beides wäre möglich. Heute Wirbelwürfel. Was ist Wirbelwürfel? Du hast viel gesehen, aber verstehst du es auch? Das weiß ich nicht. Bitte nimm das. Ah. Okay. Achso. Hä? Was? Typ, was? Okay. Gut, gucken wir einfach mal. Ich gehe einfach mal nach oben. Weil oben sitzen doch meistens die Ranghöchsten, oder? Was bist du denn? Okay. Gut, gehen wir noch ein höher. Ah, hier haben wir ein Portal. Wer bist du? Oh Gott. Hast du je vor einem Portal gestanden, Fremder? Hast du gefühlt, wie es das Leben aus deiner Haut saugt? Wie deine Brust zu brennen beginnt, wenn seine Kraft dein Dasein dahinschmelzt? Ja, gut. Wir standen ja schon mal davor, ne? Ist ja so. Der Reisende kneift die Augen zusammen, starrt mich an, beurteilt meine Behauptung. Nach einem Augenblick nickt er. In seinem Gesicht ist Respekt zu erkennen. Ich erkenne da gar nichts. Ich stand vor dem Portal bei Solace Prime, habe die Schwelle jedoch nicht überschritten. Ich habe meine Hand ausgestreckt. Nur eine Fingerspitze hat den Durchgang berührt. Im nächsten Augenblick bin ich an Bord der Anomalie aufgewacht. Ich war transformiert. Der Durchgang hier verfügt nicht über die Kraft der uralten Monolithen, obgleich er Aspekte ihres Netzwerks aufweist. Benutze ihn nach Belieben. Okay. Cool. Danke. Alles klar, das warst du. Gibt's ja auch einen Captain oder so? Alter! Ein seltsames Parfüm umgibt dieses Wesen. Es hat einen angenehmen, jedoch etwas abgestandenen Duft. Es wirkt überrascht, als ich es anspreche. Oh, hallo, neuer Freund. Wir kennen uns noch nicht. Du weißt, dass es Tradition ist, sich mit einem Austausch an Units vorzustellen. Okay. Haha, ich bleibe hier. Du bist immer noch hier. Tut mir leid, mein Freund. Ich habe nichts zu handeln. An ihm riechen? Alles klar. Entschuldigung. Komm, bist du jemals den Wächtern begegnet, die den Großteil der Welten da draußen patrouillieren? In dieser Runde tatsächlich noch nicht, ne?
Dann hattest du Glück, ich sehe, was du in einem Rucksack bei dir trägst. Du kannst unmöglich so weit gekommen sein, ohne einen Minenlaser auf eine der Ressourcen gerichtet zu haben, die das Universum dir zu bieten hat. Es genügt zu sagen, dass die Wächter und ich einen Interessenkonflikt hatten. Und jetzt ist es in meinem Interesse, hier unterzutauchen. Ja, gut. Suche die Weltraumanomalie nach Hinweisen auf Agnes ab. Ach, im Weltraum. Gut. Ja, keine Ahnung. Das hier ist doch die Anomalie, oder? Oh, Tür. Oh, was ist das denn? Ich glaube, ich darf noch nicht. Da stand. Geh weg da. Da stand doch gerade was. Da war doch irgendwas. Oh, ach da. Ach so, okay. Ich glaube, wir müssen einen oder eine Nada finden. Ich glaube, das war ein Name, ne? Wenn ich das jetzt. Warte mal, konnte man da weiter oder war das ein Fenster? Oh, tatsächlich, man konnte weiter, aber es ist ein Balkon. Toll. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Ich gehe jetzt noch mal eben zum Schiff. Also zu unserem Schiff einmal speichern. Unser Schiff ist wo? Da hinten. Und in der nächsten Folge gucken wir dann, ob wir hier eventuell noch jemanden finden, der uns weiterhelfen kann. Und wenn nicht, dann gehen wir wieder. So einfach ist das. Wenn man uns hier nicht will, müssen wir auch nicht hier bleiben. So. Sehr gut. So, Leute. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.